Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 4. März. Heute haben wir dabei Tesla, Facebook, Amazon und nochmal Facebook. So, beginnen tun wir mit Tesla. Die haben nämlich jetzt zwei Ankündigungen gemacht. Die größte ist eigentlich die für den 14. März, denn da werden sie im LA Design Studio das neue Model Y vorstellen, oder Model Y, wenn man es englisch ausspricht. Und für die, die aufgepasst haben, dann haben sie Model S, Model 3, Model X und Model Y. Und wenn man so wie üblich die 3 als E ausspricht, ist das die Produktreihe Sexy. So, jetzt wisst ihr darüber Bescheid. Und gleichzeitig, aber nicht gleichzeitig, sondern also gleichzeitig angekündigt, aber schon bereits am 6. März werden die neuen Supercharger Stations live gehen. Und das ist dann der Supercharger V3.0. Mehr dazu, wenn es dann soweit ist, würde ich mal sagen. Nächstes Thema, Amazon. Amazon plant laut der Welt, eigene Seriennummer einzuführen. Das ist ein Grund, weil auf Amazon halt auch sehr viel Plagiate verkauft werden. Also durch Amazon, die Plattform, sind eigentlich die Problematiken rund um Plagiate nochmal eine Nummer größer geworden. Und jetzt will Amazon die entsprechend bekämpfen, eigene Seriennummer anbieten und dafür die Anbieter auch zur Kasse bieten. Also Problem selber erstellt und Problem gelöst, indem man damit Geld verdient. Sehr pfiffig und sehr schlau von Amazon gemacht. Ansonsten natürlich prinzipiell eine gute Sache, um entsprechend eben nicht auf Fake-Produkten zu landen, wenn man als Käufer zugreift, ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Nächstes Thema, Facebook. Die, laut Bloomberg und der New York Times, arbeiten an einer eigenen Kryptowährung, der Facecoin. Und der soll dafür genutzt werden, dass man später in diesem Jahr über WhatsApp anderen Nutzern entsprechend Geld überweisen kann. Und wenn wir uns erinnern, das ist nicht das erste Mal, dass Facebook sowas, also Peer-to-Peer-Payments, versucht hat, denn es gab ja die Facebook Credits, die kamen 2011 raus, wurden auch genutzt, um damals zum Beispiel virtuelle Objekte in Farmville und ähnlichen Spielen zu kaufen und 2 Jahre später eingestellt. Dann gab es auch noch die Facebook Gifts, die kamen 2012 raus und wurden auch 2 Jahre später eingestellt. Also, man kann da natürlich ein Schema vermuten. Schauen wir mal, wie das jetzt mit der Kryptowährung kommt und ob sie noch wirklich Facecoin heißen wird. Und wenn wir schon beim Thema Facebook sind, die haben jetzt 4 Firmen in China verklagt. Die verklagten Firmen verkaufen Fake-Accounts, Likes und Followers auf Facebook und Instagram. Und ja, das machen durchaus viele. Ist gar nicht mal so schwer. Googelt einfach danach, dann findet ihr genug Firmen. Und da hat Facebook jetzt anscheinend einfach genug von und geht zumindest erstmal gegen die entsprechenden Firmen vor. Zumindest gegen die 4. Und dann mal schauen, ob da noch mehr passiert und ob sie damit überhaupt in China durchkommen. So, und das war's auch schon für heute. Relativ lockerer Beginn in die neue Woche. Ich glaube, der Mobile World Congress, der wirkt noch nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.